Kurz News kommen heute von der Rahel Ränkli. Über 36 Grad messen die Wetterfrösche von Meteo News zu Genf, aber auch in Zürich hat man an dem heissesten Tag des Jahres bei über 33 Grad mächtig geschwitzt. Sei es mit einem Glacé oder mit einem Sprung in den kühlen See. Ganz Zürich hat heute Abkühlung gesucht. Gut haben es die gehabt, die ihre Sitzung vom Büro ins Body verlegt haben. Der grosse Hitzetag im Bericht von Benno Kelly und der Dana Gablinger. Total überfüllt, die Liegeflächen heute am Litten. Die Leute bröteln in der Sonne wie Bratwürste auf dem Grill. Wer heute über den Mittag hat raus können, hat Glück gehabt. Die Berufsschüler geniessen jeden Biss, den sie sich für raus gehen können. Arbeiten und lehren ist schlichtweg unmöglich bei dieser Hitze. Jetzt sind wir auch gerade Mittagspause, gerade ein bisschen überziehen. Wir sind gerade schon wieder spät dran. Also am besten wäre es eigentlich hitzefrei ab 25 Grad. Die Personalberatungsfirma macht es gerade richtig. Sie haben ihre Sitzung direkt an den Litter verschoben und behalten den kühlen Kopf, indem sie sich immer wieder einen Sprung ins kühle Nass gönnen. Wenn wir schon keine Ferien hat, dann schauen wir, dass wir wenigstens über den Mittag eine Ferien haben. Von schwitzigen 33 Grad gibt es einen massiven Temperatursturz auf minus 23 Grad. Da im Kühlraum vom Frisco-Verteilzentrum zu Rümlang müssen die angestellten Glacé umfugen wie den ganzen Sommer noch nie. Rund 30 Tonnen Glacé transportieren die Chauffeure an die Bodies und Verkaufsstände. Durch das schöne Wetter ist natürlich jetzt unser Umsatz explodiert. Die ganzen Baden, die ganzen Saisonverkaufsstellen schreien nach Glacé, die ganzen Konsumenten. Und wir sind jetzt fest dran am Nachliefern, damit unsere Konsumenten wieder zu ihrer Glacé kommen. Genau wie uns die Beise im Winter Temperatur kühler spüren lässt, sorgt die Luftfeuchtigkeit in Kombination mit hohen Temperaturen im Sommer dafür, dass man noch kräftiger ins Schwitzen kommt. So fühlen sich die heutigen 33 Grad wie 40 Grad an. Man hat vorgestern eine vertiefte Luftfeuchtigkeit gehabt, gestern etwas höhere und heute ist sie noch höher. Und entsprechend die 33, 34 Grad, die wir haben, in Kombination mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit und wenig Wind, gibt dann eben so eine stickige Atmosphäre und das macht den Leuten arbeiten. Auch in den Bodymythen findet man fast kein Plätzchen grün mehr. Der Andrang schlägt für die Jahreszeit nach der Sommerferien alle Rekorde. Wir haben bis jetzt, jetzt ist es 3, haben wir 2500 Leute und es kommen nach dem Arbeiten Kolonnen. Wir haben zwei Kassen offen und noch eine Aussenkasse. Wir kommen fast nicht mehr an. Rekordverdächtig nicht nur das Wetter, sondern auch die Wassertemperaturen. 26 Grad, so wie jetzt hier in den Bodymythen, das hat es den ganzen Sommer noch nicht gehabt. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.